Miau. Was? Raubüberfall? Na, zu spät, ich habe schon gerade den Job angenommen. Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorist on a fucking silver platter. Okay, dog, chill, shit, chill. I got you. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie, I'll be in touch. Beobachte die Prostituierte. Das nenne ich auch mal einen Auftrag. Dün, dün, dün. Richtig Partystimmung hier in der Karre. Wup, wup. Jung. Ich hab auch eine Hupe da. Nee. Cocksucker. Schön mich beschimpfen. Hier arbeitet also die Prostituierte. Machen wir es mal unauffällig. Achso, erledige dann den Fahrer. Das kriegen wir auch so hin. Sollte mich vielleicht ein bisschen weiter vorne postieren. Damit ich das arme Mädel nicht treffe. Ich kann ja nicht dafür. Ein Gebüsch versteckt. Was ist denn da los? Ach, Backstein, ich dachte, hier liegt irgendwas. Einige leichte Damen hier unterwegs, war. Da ist er. You know, I don't even feel bad about it. Das war einfach. Tüdelü. So, hallo? Ich komme hier nicht durch. Der Baum ist einfach zu hoch. Das ist ein schönes Auto, aber ich nehme lieber eher meins, weil es vielleicht blöd ist, von einem Toten das Auto zu klauen. Schon bin ich ganz unauffällig verschwunden. Unauffällig, indem ich einfach mal falsch auf den Highway hochfahre. Boah, durchgeschlüpft. Oh, hallo.
Warum ist denn hier schon wieder so ein anderes Radio eingestellt? Ist es normal, dass ich gar nicht sehe, wie schnell ich fahre? Doch, jetzt 40. Ach hier, beim Autofahren telefonieren, das sind sie nämlich. So. Den Auftrag bei Lancaster oder? Alter, wie paranoid ist er denn? Kann man mal machen. Hab ich irgendwas zu erledigen? Das sieht mir doch aus wie sittenwidriges, aber sowas von sittenwidrig. I got a pebble poking out. And I could use the confrontation as well. That chimichanga's blasting through me at hyperspeed. Zwei Kanäle, ja. Wahnsinn. Tochter ist ja auch rausgeflogen, ne? Ja. Schön die Familie vergrault. Kann man machen, muss man aber nicht. So, gucken wir doch mal auf die Karte. Doch, hier ist nichts verfügbar. Ist Franklin der Einzige, der hier was zu erledigen hat, oder was? Da sehe ich doch das große M auf, S auf der Karte. Da müssen wir hin. Hallo. Der sieht doch viel schmucker aus. Ja, echt ich auch. Unauffälliger ging's nicht, ne? Andere Farbe und die Karre ist gar nicht mal so unübel. Verdammt, ich bin auf der falschen Seite des Gebäudes, oder? Thank you.
Wie komme ich jetzt hier rein? Ups. Sorry. Ach, so kommt man hier rein. Parken wir mal ganz bequem in der Parklücke, wie wir es sonst nicht tun. Kann ich mir in der Zwischenzeit mal was zu trinken eingießen hier? Lalalala. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston, did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Okay, so also scheinbar für ihn ein paar Leute umhauen. Oder auch nicht. Oh. Den oder den? Ach, getuned ist geiler. Gut, dass ich vorher eingeparkt habe und die Karre jetzt schon wieder an ganz anderen Orten steht. Ach, kann man auch mal durch die Schranken durchschlüpfen. Und irgendwie rufen mir alle Frauen zu, seit ich in dieser Karre fahre. Hey Solomon, I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. See you on the set, boss. Hauptsache, jetzt mal für den auch schon welche Aufträge. Ich kenn den Vogel nicht mal. Naja, einer muss es ja machen. The show must go on. Oder so. Auch eine Hupe.
Hier irgendwo, ja. Da muss ich hin. Steht natürlich genau ein Lastwagen. Na toll, jetzt muss ich den noch mit dem Auto verfolgen, wa? Ein Träumchen. Okay, ohne ihn zu alarmieren. Wie soll ich denn das machen? Klingt nach einer Klettertour. Ach ja, ich habe vergessen, er springt ja nicht automatisch. Alles, was einen halben Meter weg ist, möchte er nicht. Oh. Wirklich? Ist da rüber, ne? Traum. Will er mich sehen? Wahrscheinlich nicht so. Das lief doch schon mal ganz passabel. Hier hoch oder da drüben hoch? Hier sieht gut aus. Whoa, what are you doing here? Hold on, asshole. This is a closed site. I gotta call my boss. Ja, ja, guck mal den Boss an. So, hier geht's bestimmt nicht rein. Nein, war klar. Dann halt hier hoch. Hier ist auch schon wieder einer. Schnell, bevor er mich sieht. There you are! Mr. Richards has been worried sick. You get lost, Wrinkles? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Du willst mir was... Du willst mir was tun, ja? Trägst ein rosa Hemd, Junge. Guck dich an. Hast du es mir schon gezeigt? Das war einfach. Ach, jetzt muss ich den Hubschrauber auch noch fliegen, wa? Na, das geht doch nicht gut aus. Dann hätten wir das. Muss ich jetzt hin? Soll ich sie jetzt überzeugen oder was? Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Kann ich hier eigentlich auch mit dem Hubschrauber rollen? Nee.